Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal, Ihre Dendera Susanna Medici. Tageshoroskop am 20. November 2018 nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berechnen die Horoskopen anders, weil sie berücksichtigen die Präzession. Also es ist eine andere Berechnung, nicht wundern, wenn ich erzähle, wo Sonne, Mond und die Planeten platzieren, dass das anderes ist als in westlichen Horoskopen. Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Skorpion. Ich setze Sonne zum Wasserelement. Die Tierkreiszeichen Skorpion gehört zum Wasserelement. Mond befindet sich in Tierkreiszeichen Fischen im Grenzbereich zwischen Tierkreiszeichen Fischen und Tierkreiszeichen Widder. Das heißt, Mond ist bei Sonnenaufgang noch im Wasserelement in Tierkreiszeichen Fischen, dann übergeht in Tierkreiszeichen Widder, steigt die Energie, die Feuerelement wird aktiver, Mond aktiviert die Feuerelement und das bedeutet aktiv zu sein, begeistert zu sein von etwas, etwas in Bewegung setzen, mutig zu sein. Bei Tierkreiszeichen Widder bedeutet auch Neuanfang. Mars befindet sich in Tierkreiszeichen Wassermann und das ist Luftelement. Ich setze Mars zum Luftelement. Merkur ist rückläufig. Diese Rückläufigkeit bedeutet, dass wir verschlucken die Worte oder es geht nichts voran bei Verträgen, bei Terminen, bei Verhandlungen oder lässt sich eine Nachricht noch warten. Aber diese Rückläufigkeit bedeutet oft Vergangenheit, vergangenen Themen oder kehrt jemand zurück von Vergangenheit und wir erhalten eine Nachricht und das ist die Merkur-Energie in Tierkreiszeichen Skorpion, gehört zum Wasserelement. Ich setze Merkur zum Wasserelement. Jupiter befindet sich auch in Skorpion nach indischen Berechnung. Ich setze Jupiter auch in Wasserelement. Bei Jupiter geht es Themen oft, was die Gerechtigkeit, die Rechtlage betrifft. Venus ist die Liebesplanet, die weibliche Energie, befindet sich in Tierkreiszeichen Waage. Venus fühlt sich sehr wohl im Waage, weil Venus herrscht auch über die Tierkreiszeichen Waage. Das heißt, wir haben eine ganz starke weibliche Energie, weibliche Kraft, eine Liebesenergie. Die Tierkreiszeichen Waage gehört zum Luftelement. Ich setze die Venus-Energie hier zum Luftelement. Saturn ist immer in die Mitte. Saturn erdet, zeigt auch die Richtung, in welche Richtung sollen wir schauen. Saturn befindet sich nach indischen Berechnung in Tierkreiszeichen Schütze. Das ist Feuerelement, das ist auch die Mondbewegung, gerade übergeht zum Feuerelement. Die Betonung liegt an die Wasserelement, das heißt, wir nehmen unseren Gefühlen intensiver wahr. Natürlich kann das innere Unsicherheit, Angst auch bedeuten, gehört auch zu unserem Gefühlszustand. Und die Tendenz soll die Feuerelement sein, das zeigt die Mondenergie, belehrt uns Saturn, das soll wichtig sein, Begeisterung, Neuanfang, Mut und Kraft zu haben, etwas in Bewegung setzen und das führt dazu, dass wir verspüren die fehlende Erdelement. Das fehlt momentan, dieses Sicherheitsgefühl. Das fühlt sich so an, momentan, wenn jemand die feste Boden unter unseren Füßen weggezogen hätte, es hängt alles in Luft, so fühlt sich das an, fehlt die Erdelement. Natürlich entsteht dadurch Angst und Unsicherheit und dann spüren wir diese Energie beeinflusst, das auch unseren Gefühlen.
und mit Kraft und Mut, mit Feuerelement oder mal mutig zu sein, etwas Neues starten, auch wenn das erstmal ungewiss ist, dadurch gelangen wir zum Erdeelement. Und jetzt übergehen wir auf den zweiten Teil des Horoskopes. Jetzt sind wir im zweiten Teil des Horoskopes am 20. November 2018. Bei Sonnenaufgang geht die Tierkreiszeichen Skorpion in Osthorizont auf. Und das bedeutet die Monatsthema für uns alle. Das ist wie ein Lokomotiv, was die ganze Zug zieht. Im griechischen Mythologie würde man sagen, das ist Helios, die Sonnenwagen. In indischen Mythologie heißt es, das ist eine Antilope, was die Sonnenkraft dazu bewegt, dass hier steigt alles nach oben. Das ist die kleine Uhrzeiger in diesem kosmischen Ohr, zeigt eindeutig die Monatsthemen. Und bei Skorpion können wir verstehen die Regeneration, die innere Kraft und die Wandlung, aber auch die Sexualität. Dann folgt in diesem Lokomotiv die Tierkreiszeichen Schütze, Monatsthema bei den Schützengeborenen oder was die Schützen gerade zeigen, Thematik, die Werte, Wertschätzung und Finanzen. Dann folgt die Tierkreiszeichen Steinbock, zeigt auch Themen an, wie Verbindungen zum Verwandten, zum Nachbarn, dann auch Unternehmen etwas, eine Art Austausch, Medien, Kommunikation, Schulungen. Die Basis, die Fundament und unserem eigenen Zuhause, dieses Thema vertritt im Monat die Tierkreiszeichen Wassermann. Die nächste Thema ist die Kinder. Und hier liegt auch die schöpferische Kraft und das zeigt uns, dieser Monat die Tierkreiszeichen Fische, wie man den Alltag bewältigt und Pflichten nachgeht und um die Gesundheit kümmert, das zeigt uns die Tierkreiszeichen wieder. Verträgen unterschreiben, aber auch Liebepartnerschaft ist das Thema gerade bei den Stiergeborenen oder die Stier zeigt, auch worauf sollen wir achten. Die Wandlung, diese Veränderungen und auch die ämtlichen Themen wie Finanzamt oder Versicherung, das sind die Themen gerade bei Zwillingsgeborenen, das kann auch Erbschaft sein oder Entscheidung gerade. Die große Reise zeigt die Tierkreiszeichen Krebs. Die Krebsgeborenen haben auch ein karmisches Thema gerade. Sie suchen ihren Platz im Leben. Einigen Krebsgeborenen tendieren nach Ausland. Ganz oben steht die Tierkreiszeichen Löwe und das ist auch die Bedürfnis für die Löwengeborenen Anerkennung und Respekt bekommen. Viele Löwengeborenen suchen gerade ihren wahre Berufung. Die Hoffnung, die Wünsche, die Freundschaften, die Verbindungen haben gerade die Jungfraugeborenen und die Geheimnisse vertreten momentan die Waagegeborenen. Das sind die Monatsthemen. Sonne ist im Skorpion, das ist der Sonnenaufgang hier. Mond befindet sich in den Tierkreiszeichen Fischen. Sonne und Mond steht in Harmonie, das spüren wir auch, wir haben die inneren Gleichgewicht, die inneren Harmonie heute, weil Sonne im Skorpion im Wasserelement, Mond im Tierkreiszeichen Fischen ist auch Wasserelement, die Verbindung ist schön und harmonisch. Mars im Tierkreiszeichen Wassermann und das bedeutet, wir brauchen den Rückzug, die Ruhe, weil daran liegt die Kraft. Natürlich ist das eine männliche Energie, was alles in Bewegung setzt, dass viele Menschen, besonders bei den Wassermann-Geborenen,
ist die Richtung die häuslichen Bereich, eine Renovierung oder Umzug oder eine neue Einrichtung. Merkur ist in Tierkreiszeichen Skorpion, ist rückläufig. Ich setze Merkur zum Skorpion. Die Skorpiongeborenen möchten klärenden Gespräche führen und es hat mit der Vergangenheit etwas zu tun. Und dazu kommt noch der Jupiter-Einfluss auch im Skorpion. Sie wollen auch die Gerechtigkeit oder vertreten die ihren Rechten. Venus befindet sich in Tierkreiszeichen Waage, hier im Verborgenen. Das kann auch heimliche Liebe bedeuten. Saturn befindet sich in Tierkreiszeichen Schütze, Lernaufgabe, etwas in Ordnung zu bringen, was die Selbstwertgefühl betrifft, aber auch die Finanzen. Umbrüche, Veränderungen sind bei Tierkreiszeichen Widder, hier bei vielen Wiedergeborenen beruflichen Veränderung. Dann die Träume kommen bei den Wassermanngeborenen, auch Erinnerungen. Natürlich kann das bedeuten, die Inspiration und Intuition. Manchmal kommen Erinnerungen, Enttäuschungen. Und gerade bei rückläufigen Neptun kann das Erinnerungen sein. Pluto ist die Macht, die innere Kraft. Das verspüren gerade die Schützengeborenen, zum ihren eigenen Werte zu stehen, Wertschätzung verlangen und Macht übernehmen über die Finanzen. Das sind die Themen. Mond befindet sich in Tierkreiszeichen Fischen und diese Mondenergie, das ist die große Uhrzeiger in diesem kosmischen Uhr, unterstützt die Krebsgeborenen und die Skorpiongeborenen, aber auch die Stiergeborenen und auch die Steinbockgeborenen. Hier hilft auch bei Wassermanngeborenen und bei Widdergeborenen, die sind benachbart. Das zeigt auch die Nähe, die Unterstützung. Oft erlebt man auch im Alltag, dass die Unterstützung von Nachbarn kommt oder von einer nahestehenden Person. Diese Mondenergie spiegelt etwas für die Jungfraugeborenen, weil das liegt gegenüber. Und die Jungfraugeborenen sollen bewusst in diesem Spiegel schauen und das in ihren eigenen Gefühlen und das im Gleichgewicht bringen, im inneren Gleichgewicht bleiben. Eine gewisse Unsicherheit und Zweifel entsteht bei Waagegeborenen und Löwegeborenen, wo die dann die Frage stellen, oh, wie geht es weiter, vielleicht so, entsteht hier eine gewisse vielleicht. Man weiß nicht, was jetzt kommt und Spannung, Nervosität löst aus bei den Schützengeborenen und bei den Zwillingsgeborenen. In indischen Astrologie gibt es Mondhäuser, was nichts anderes ist als die Unterteilung, die 12 Tierkreiszeichen in kleineren Abschnitten und das sind die Tagesbewegung des Mondes. Die heutige Mond in Tierkreiszeichen Fischen erreicht die letzten Mondhaus und das heißt Revati und zeigt, eine Krönung, etwas in einen krönenden Abschluss bringen, etwas beenden und dann im Widder kommt die Neuanfang. Und bedeutet das auch die Ziele zum Erreichen. Es gibt auch Stunden, so wie der Tag auch unterteilt auch auf den Stunden. Und die Stunde bezeichnet den heutigen Tag gerade den Moment, wo die Sonnenaufgang ist, und die Mondbewegung, das auslöst, das ist zwar nicht die indische Astrologie, sondern diese Weisheit kommt von Judentum. Und diese Stunde bezeichnet für den heutigen Tag einen Termin ausmachen, die Zeit bestimmen. Wir brauchen heute einen Plan. Wann ist es konkret? Und das natürlich auch ausmachen. Vereinbaren einer bestimmten Zeit. Und das war mein heutiger Tageshoroskop. Ich habe noch zwei kurze Aufnahmen und wir übergehen jetzt auf diesem kurzen Video. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.
Herzlich willkommen in diesem kurzen Infovideo. Thema ist Kindheit und das innere Kind. Warum ist es so wichtig, dieses Thema ansprechen? Weil Kindheitserinnerungen haben wir alle. Und es begleitet uns bis zu unserem Lebensende, beeinflusst unserem Leben, unserem Gedanken und unserem Gefühlen und hat einen Einfluss auf unsere berufliche Zukunft, aber nicht nur dort, sondern beeinflusst unsere Beziehungen, weil oft wiederholt sich die gleiche Muster, nicht nur bei uns, sondern bei unserem Partner oder bei Männern, bei der Partnerin. Also das sind oft dieselben Muster, was wir erlebt haben in Kindheit. Wir ziehen so ähnlichen Partner an, was der Vaterbild ist oder die männerähnlichen Partnerin, wie die Mutterbild ist. Und das sollte man auch klären, jeder mit sich selbst klären. Und dass wir mehr Verständnis haben, warum oder verstehen wir, warum ist diese Beziehung so, wie das ist, warum läuft es nicht rund. Woran liegt die Hund begraben? Oft ist es die Kindheit. Und darüber habe ich ein Klärungsvideo gemacht. Ich veröffentliche dieses Klärungsvideo nicht. Wenn ihr Interesse daran habt, wirklich ernsthafte Interesse, dann bekommt ihr den Link dazu. Dieses Klärungsvideo ist gratis und fühlt euch bitte zu nichts verpflichtet. Schreibt mir ein E-Mail. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Das hat mit Beratungen nichts zu tun. Dieses Klärungsvideo ist kostenlos. Dann bekommt ihr den Link dazu, dann schaut euch an, was sagt euch das aus. Und dann bin ich sicher, ihr habt mehr Verständnis an euren Partner oder klärt sich vieles auf. Warum ist die Beziehung so und erkennt ihr die Muster von der Kindheit, entweder an euren Kindheit oder die Kindheit von euren Partner oder Partnerin. Ich bedanke mich voraus für die Interesse und ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich willkommen in diesem kurzen Infovideo, ein ganz tolles Angebot für Weihnachten. Weihnachten nähert sich und ich dachte, ihr sollt euch selbst auch mal beschenken. Und dazu ist dieses Weihnachtsangebot. Ich bitte euch, schreibt mir ein E-Mail. Beschreibt eure Lebenssituation, auch was wollt ihr verändern. Verbessern, ob das beruflich ist oder finanziell oder betrifft das die Liebe, Partnerschaft. All das, was euch gerade beschäftigt, auch eure Wünsche und Sehnsüchte, aber auch euren Zweifel und Ängste. Dann schreibt bitte dazu euren Geburtsdatum mit Uhrzeit, wenn das möglich ist, weil das brauchen wir für die Ritual. Dann werde ich etwas zusammenstellen für euch persönlich und es ist maßgeschnitten, passt auf eure Persönlichkeit, passt auf eure Lebenssituation und hilft und unterstützt euch energetisch. Dieser Ritualset besteht aus einer Ritualkerze. Dann kommt dazu ein Ritualöl, wunderbarer Duft und noch die Düfte, die Räucherstäbe und einen passenden Halbedelstein. Die Besonderheit an diesem Angebot ist, dass ihr bekommt noch zwei Steine dazu, zwei Steine aus dem Meer, was ich selber sammle. Eine von diesen beiden Sternen soll euch innerlich stärken. Das ist ein Geschenk von mir aus Dankbarkeit. Und die zweite Stein wird mit Energie aufgeladen, die weiblichen Energie des Meeres. Und meine persönliche Energie ist auch weiblich. Und dann kommt die Sonnenkraft dazu und die schamanischen Trommel.
Das ist die männliche Energie und bildet sich eine Einheit. Und ich male noch dazu ein Runensymbol auf diesem Stein. Passend auf eure Situation, passend auf eure Persönlichkeit. Und diesem Runenstein dient als Amulett. Das schützt euch, hilft, dass alles in Bewegung kommt und bringt euch Glück. Diesen besonderen Runenstein als Amulett könnt ihr selbstverständlich auch separat bestellen. Der Preis beträgt 10 Euro. Wenn Interesse besteht, dieses Weihnachtsangebot zu nutzen, für euch persönlich oder wollt ihr jemand beschenken, dann schreibt mir bitte ein E-Mail. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Ich bedanke mich voraus für die Interesse. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.